sie dazu überreden, sich für den Frieden einzusetzen. Die Meereshöhle ist ein guter Startpunkt für dieses Unterfangen. Würdest du mir die Ehre erweisen, mich dorthin zu geleiten? Doch wenn ich dich nur dorthin geleiten muss und dann nicht noch kämpfen muss, wenn das wirklich so kurz geht, dann können wir das noch machen, oder? Nehmen wir mal an. Ich schätze, wir müssen trotzdem kämpfen. So kämpfen wir gemeinsam für den Frieden in Metopia. Wohl an, brechen wir auf. Bricht Concraft auf keinen Fall. Aber gut, hat ja perfekt besetzt. Oh, auf jeden. Zurück, na klar, müssen wir auch kämpfen. Ja, aber wenn es zu lang dauert, schneide ich es in den nächsten Part rein. Ja, habe ich wahrscheinlich schon gemacht, aber mal sehen. Vielleicht passt auch noch in einen Part mit rein. Ihr werdet es ja sehen, ihr wisst es schon. Dazu habe ich auch schon was gesagt. Na dann überred's mal, Konkräfter. Versuch's mal. Oder auch nicht. Toll, Blacky. Wow. Ich dachte, Konkräfter übt jetzt seine Überredungskünste ein. Ich bin immer noch nicht im Team. Ja, was soll es. Ich kuriere mich noch aus im Gasthaus. Schönheit Schlaf. Und doch nicht so viel mit Überredungskunst. Kämpfst du doch irgendwie mehr oder weniger mit. Er kämpft nicht mit, er steht nur an der Seite, aber ja, und beteiligt sich zumindest daran. Also so sehr Pazifist kann er gar nicht sein. Ein Kinderspiel, wir haben es geschafft. Schon vorbei. Wir haben es geschafft. Wir 31. Level up für Annelie. Bonus ARF. Erfahrungspunkte. Die kriegt natürlich weiterhin. Sie hier, die Lucina. Damit sie auch mal ein bisschen höheren Level kriegt. Ich bin so müde, ernsthaft. Wir sind auch nicht lange unterwegs. So, Schluss damit. Gasthaus. Falle. Nein, keine Falle. Ein paar Gegner. Komm schon, das kriegen wir hin. Wir müssen den Concrafter nur hindurchbringen. Bis zum nächsten Gasthaus oder gibt es da ein bestimmtes Ziel? Zone. Ich glaube, ein paar Streuer muss ich auch benutzen. Den geht es gerade ein bisschen schlecht. Anderes Kaliber als bei dem Mini-Quest im Elfenwald vorhin. Ja, das ist schon deutlich mehr. Ja, tanzt sich in Träume oder was? Was stand da? Ne, tanzt sich bestimmt nicht in die Träume. War, da stand was anderes. Habe ich überlesen. Sekunde mal, Riesenwaffe. Attacke. Komm, da kriegt er hin. Was, nur ein Punkt am Zug? Ah, gibt's doch nicht. Weiterkämpfen. Sie ist eine starke Tigerin. Oh, vielleicht gibt es 2100 gerettete Gesichter. Na komm, hui, haut rein. Die Elfe haut auch noch einmal rein. Elfe und Vampir, die hauen nur mit einem HP am Zug rein, aber sehr wenig. Puh, was soll's, sind vielleicht auch noch wenig gelevelt, aber vielleicht liegt es daran. Täuschend. Das war ja einfach. So, Bonus Erfahrungspunkte. Ja, Bonus Erfahrungspunkte hier. Da gibt es welche für, ja, für Lucina. Wer auch immer das ist, ich habe es immer noch nicht kennengelernt. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Aber soll mir recht sein. Kämpft, soll sie sein, wer sie will. Du hast 15 Reisen in den Wald gereist. Was? Du hast 15 Reisen in den Wald gereist, einen Gefallen getan. 2100 Leute gerettet. Die Macht des Horst. Text wieder überschnitten. Ja, und der Zwei muss ich immer noch auskurieren. Dem geht es noch nicht ganz gut. Agieren. Ist kampffähig. Auf geht's. Meine Nase ist verstopft. Schluss damit. Schluss damit, sagt Blacky. Okay. Ja. Da fallen mir keine Worte mehr ein. Ich sage Dialoge. Oh, Planks. Haben wir lange keine Planks mehr gesehen. Neue Technik. Giga Explosion. Oha, wenn das nicht mal alles wegräumt. Wow, okay, der Alien steht noch, aber die Planks sind weggeräumt. Haben sie erledigt. Wow. Komm, den Alien schaffen wir auch noch.
Das wird nicht zu schwer sein. Verdrückend! Wir haben noch Ultrastreuer, aber es geht auch ohne Ultrastreuer. Also müssen wir den unbedingt einsetzen. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann mal. Siegreich. So, ein Glück. Bonus ERF auf Lucina. So, Level 16 schon. Nice Racer. Und weiter geht's. Jetzt kommt noch ein Kampf und dann ein Gasthaus. Echt. Andi kann vor Hitze kaum noch denken. Oh, ein Kaktus. Ein Kaktus hier in der Höhle? Glaube ich nicht. Hier wäre ein gemütlicher Stuhl zum Ausruhen. Wie kommt denn ein Kaktus hier in die Meereshöhle? Ja. Nebenan hat es noch Sinn gemacht, aber wow, okay. Akupunktur. Das tat gut. Du auch so ein Schwachsinn. Wenn du Gott auf deine Seite, fühle ich mich sicher. Achso, den muss der andere sprechen. Mit Gott auf deine Seite, fühle ich mich sicher. Spricht er. Freunde, Utopianer, Mitbürger. Da hätte er wieder seine Reden. Oh. Ein Redner mit im Team. Das bringt uns herzlich wenig in den Kämpfen. Oh, ein Schatztruhe, das hätte ich nicht erwartet. Ein Gasthaus. Ja, auf jeden Fall. Tada, da bin ich wieder gesund. Deswegen fühlt sich schon wieder besser. Wieder mitkämpfen. Das freut mich ordentlich. Dab, dab, da, 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 da. Beste Freunde. In einem Zimmer, wie kommt's? Natürlich noch ein bisschen weiter. Mich aufgebrochen. Ach, Mensch. Ich werde im Kampf euch unterstützen. Was gesagt dazu? Ja, was soll's. Nun denn, wieso beginne ich nicht einfach hier? Meine werten Monster, hört mir zu. Gemeinsam können wir eine bessere... Uah, mein Gesicht. Pardon. Konkräfter. Lutzhammer. Konkräfterhammer. Okay. Den werden wir auch noch besiegen. Obwohl ich wieder nicht mit im Team bin, aber... Oha. Der hat ein bisschen mehr drauf. Da müssen wir mal ein bisschen die Ruhezonen verwalten. Seid ihr okay? Los geht's. Haut rein. Okay, allen geht's wieder gut. Streuer wurden aktiviert. Zack. Nur ein Abzug. Das ist mal wieder ordentlich schön. Okay. Hier wurde ordentlich geschadet. Auch ihm wurde ordentlich geschadet. Oh, da gab es einen Zurückschaden. Barriere. Okay, Barriere ist ein gutes Attackchen. Zu sehen. Der Hammerbruder hier. Ein Hammerbruder ist es nicht. Ist ja nicht Mario. Juhu. Deshalb mal Ultrasteuer und hauen wir ordentlich rein. Uha. Der hat aber ordentlich reingehauen. Ein klein wenig. Den Hammergeist. Juhu. Hau rein, Andi. Bah. Zack. Auch Evil 2 haut rein. Am Boden. Zack. Okay, es gibt immer Rückschaden. Der Geist, den Evil 2 angreift. Okay. Soll auch gut sein. Wach auf. Wach geklatscht. Wieder belebt. Stabil. Ja, die anderen halten es hoffentlich noch ein bisschen aus. Zack. Megafeuer. Okay. Das ist nicht gut. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. So spricht er doch. Ja, vielen Dank. Ja, meine Stimme muss einmal helfen. Das ist schon schön. Da ist meine Kamera kurz ausgefallen. Ja. Da war was mit der Speicherkarte los. Die war nämlich voll. So, habe ich sie wieder geleert ein bisschen. Kann es weitergehen. Weiß nicht, vielleicht habe ich ein bisschen was verpasst. Uha! Der Zweig muss wieder belebt werden. Da wurde er wieder belebt. So, Sekunde mal. Riesenwaffe. Da greift er an. 28, okay. Das ist schon ordentlich. Dafür, dass ich dachte, dass er nur ein paar Punkte abzieht. Die Ruhezone. Der zittert ein bisschen und scheint das ordentlich Angst zu machen. Der Kampf gegen den Geist. Komm, das kriegen wir hin. Okay, ist nicht wach. Gerüttelt worden. Mega Feuer. Ist natürlich klar, dass die alle nur schlafen. Kinderspiel können ja nicht gestorben sein. Die sind ja zumal auch im nächsten Kampf wieder mit dabei. Oha, Blackie. Die anderen, die Streuer versetzt, die muss jetzt aktiv mitkämpfen. Wach, komm, werd wach. Wir sind einfach wach, Blackie. Das geht doch nicht. Jetzt sind dort sie. Ach, gibt's doch nicht. Ruhezone für Jane, die. Das haben wir doch fast. Ihr seid geschützt. Los, greift an.
Komm, das Richter. Anneli, du kriegst das hin. Du bist die stärkste Kämpferin im Team. Naja, die stärkste würde ich nicht sagen, die stärkste Kriegerin. Wir haben keinen anderen. Oh, Blacky ist wieder da. Verwechselt. Verwechslung passiert. Enge Freunde. Ist sie wieder topfit, kann sie mitkämpfen. Komm, auf I. Reiß dich zusammen. So, verträumt. Angreifen. Los, auf geht's. Wir vorne die angeben. Herr Steckgoldenarm. Wir haben ihn erledigt. Es tut mir leid. Wir haben Kornköpfe da zurück. Das Gesicht. No, kann ich nur sagen, das war auch spitze. Ihr habt gut gekämpft, auch ohne mich. So, ich war die ganze Zeit nicht mit dabei. Mein Mii war nicht mit dabei, saß noch im Gasthaus. Triff einen Gegner und seine Nachbarn mit Pfeilen aus Licht. Von hier aus. Love für Evil Zwergi. Bonus ERF. Auf, ja, sie hier. Wer 10 für Lucina. Und weiter geht's. Hammer Tatar. Gesicht kriegst du zurück, Kunkhöfter. Kannst du wieder Videos machen, kannst du wieder Reden halten. Und zack. Na, was sagt er? Schniff, sagt er. Ich gestehe mit Bedauern, dass meine Worte das Monster nicht erreichten. Welch trauriger Tag. Erhalten Superpanzer. Und der ist natürlich für Donald. Auch wenn er im Gasthaus ist. Da ist er. Schön und schwarz hier. Und Quest erledigt. Doch denke nicht, dass dieser Fehlschlag meinen Traum ein Ende setzt. Ich glaube an die Wurmnacht der Worte. Na, dann glaub du mal an die Macht der Worte. Du hast die Quest von Kundkraft abgeschlossen. Schön, 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 schön. Und da kommt das nächste Gasthaus. Wieder eine Quest bestanden. Nächste Beziehungsstufe für Annelie und Evil Zwergi. Hurra! Level 3. Kennen sie sich immer mehr. Lernen sie sich immer mehr kennen. Oh, ein bisschen Rast. Rastet nach dieser Aktion. Ich möchte mich wieder mit Zweig vertragen. Donald. Okay, dann stecken wir mal Sarah mit der Blauhaarigen in ein Zimmer. Und Donald und ich vertragen uns später. Mein Team bricht einfach wieder ohne mich auf. Ach, was soll's. Irgendwann später. Kundkräfter. Nächstes Mal schreibe ich den Monstern einfach einen Brief. Hoffentlich verspeisen sie den Briefträger nicht. Kundkräfter zum Team hinzufügen. Nee, diesmal nicht. Könnte nur machen, aber machen wir nicht. Okay, die Quest haben wir bestanden. Die Quest haben wir bestanden. Die Quest haben wir gemacht. Morgan Freeman haben wir ein Paket überliefert für Morgan Freeman. Okay. Ich glaube, da war es nur noch dieses hier. Die eine Quest haben wir noch. Bestehen wir auch die hier. Wispelige Vampiren. Chiara, bravo. Ich kann es nicht fassen. Es geht um meine Freundin Elisa. Sie wurde entführt. Ich werde noch ganz verrückt vor lauter Sorge. Ich flehe dich an, Abenteurerin. Rette Elisa. Meine Freundin Elisa wurde entführt. Bitte rette sie. Bouquet starb. Gibt's als Belohnung. Nehme ich mal an. Wirklich, ich bin so erleichtert. Ein Monster hat sie verschleppt. Von welchem Ort es kam? Ich glaube, es war am Sauerpfad. Mitweile dich. Ja, zum Sauerpfad also. Scheint eine letzte Quest zu sein. Die letzte, die zumindest aktuell verfügbar ist. Volldampf voraus. Mein Team wieder ohne mich. Das muss ich demnächst mal ändern. Oben geht's trotzdem weiter, obwohl ich nicht mit in meinem Team bin. Ein Kampf. Jawollo, kriegen wir den auch noch. So, hier haben wir ein paar Monster. Gigablitz. Zack, zack. Okay. Es läuft. Unberührt. Ach, da haben wir wieder den Wuffels hier, den. Den schlafenden Hund mit der Rotzblase hier. Okay. Barriere. Bereits neue Technik. Nein, das war keine Barriere. Okay, greift ordentlich an. Okay, die Gegner sind ja schon etwas stärker. Etwas. Nicht zu sehr. Reagiert nicht. Irgendwer wird nervös. Okay, Annelie, die liegt zitternd auf dem Boden. Das sehe ich auch. Okay, noch geht's dem Tun. War dem Team einigermaßen gut. Dem Tun, genau. Bitte die nicht. Auf jeden Fall. Aufhalten. Annelie ist anhänglich. Jo. Kann man so sagen.
Okay, ich muss die anderen, die wohl mal in die Ruhezone stecken. Soll nicht so anhänglich sein. Soll man die anderen kämpfen lassen. Die geht ungerührt. Nein, Blacky ist am Boden. Ich dachte gar nicht, dass die überhaupt besiegt wird. Dass der Kampf so viel nimmt. Okay. Evil 2 in die Ruhezone. Dem geht es leider aber auch nicht so gut. Nebensteuer auf Andi, einen haben wir ja zur Verfügung. Einen Nebensteuer können wir ja benutzen. In Trance. Irgendwas wird in Trance gesetzt. Wie lange dauert dieser Kampf hier? Komm, wird doch jetzt mal bald besiegt sein, oder? Reagiert ungerührt. Okay, die Fee ist eingepennt. Naja, eingepennt ist das nicht. Ich glaube nur schockiert. Oh, sieht gut aus. Die sind fast besiegt. Komm, haut rein! Schaffen das! Ihr schafft das! Im nächsten Kampf hole ich mich mit dazu, also nach dem nächsten Hotel, nach dem nächsten Gasthaus. Toll, Blacky! Wow! Okay. Der ist wieder schockiert. Okay, die zwei kuscheln irgendwie miteinander. Haut rein! Komm, der muss doch fast besiegt sein, der nächste Dämon. Der zweite Dämon von zwei. Explosion! Was, die Explosion? Okay. Und ganz sagen, die Explosion bringt nichts, aber den Wurf haben wir besiegt. Komm, ja, jetzt haben wir alle drei. Superb. Das war ja einfach. Na, einfach war das nicht. Beschreib's mal nicht, Blacky. 5200 und ein bisschen. Bonus RF für Lucina. Neuer Level. Teufel Shake und weiter geht's. Stufe 8 wieder. Ich sollte unterbrechen, ich sollte aufhören. Schockpanzer, Schockpanzer B und eine Blume. Okay, eine Blume. Okay, die Gegner scheinen hier etwas schwerer zu sein. Schwerer als erwartet. Das scheint hier noch ein bisschen zu dauern. Das ist auch bestimmt schon der zweite Part. Und das jetzt hier alles irgendwie zusammengebastelt. Ich nehme hier jetzt schon länger auf. Das wird nicht mehr der erste Part sein. Das wird jetzt hier schon der zweite Part heute sein. Part 54, wenn ich mich nicht irre. Also ja, kommt gut hin. Jetzt schaffen wir das heute noch. Vielleicht wird es dann irgendwann noch ein 55. Part. Mal schauen, wie ich dann das Manager, wie ich das dann schneide. Ich würde das gerne zu 55 Parts machen. Mache ich im 55. Part das Fazit und mache das jetzt hier als letzte Herausforderung. Und dann, ja, haben wir es. Haben wir es zu einem halbwegs guten Ende gebracht. Problem hier angeben. Okay. Okay, ich sehe einen, Quatsch. Blick hier hat Vampiraugen. Das heißt, sie steht unter Umständen wieder auf. In dem Streu habe ich nicht. Ja, da steht sie wieder auf. Das ist gut. Nein, da ist sie wieder Game Over. Was läuft hier? Die beiden sind noch kampffähig. Komm, die sind noch fast besiegt. Komm, haut rein. Ihr seid ultra fixiert. Ja, den einen haben wir. Und den zweiten auch noch. Wird's gelingen. Komm, Andi, hau rein. Zack. Nein, noch nicht. Ah, schade. Komm, ihr kriegt das. Andi, du noch einmal. Wach auf. Oh, Blacky ist wieder wach. Das ist schön. Können wir gebrauchen. Zack, soll sich wieder heilen. Okay, Andi, kriegst du das hin. Die andere aufwecken. Cool, ist das Team wieder heil. Bah, zack. Ein bisschen noch, ein kleines bisschen HP hat er noch. Haut rein. Jetzt ist das Team wieder gesundet. Fast. Als Lohnung. Nächste Beziehung. Bats, sehr enge Freunde. Teilen gelernt. Fit. Na, bis auf Evil 2, der pennt da rum. Ja, haben wir es geschafft. Im nächsten Gasthaus unterbreche ich mal wieder. Aber das schneide ich ja zu Parts zusammen und dann, ja, passt das schon irgendwie. Macht auch mal Pausen dazwischen, aber das stört ja euch nicht. Und ihr, wenn ihr es als ganzen Part seht, eine Schatztruhe. Oh, das ist viel Essen. Döner-Sandwich, Glyphentoast, Herrschersuppe und Radaugummis. Na weiter, gibt's jetzt noch einen Kampf oder was? Das wäre nicht so toll, aber muss dann wohl sein. Gasthaus, bitte, Gasthaus, bitte, Gasthaus. Nice.
ein Gasthaus. Das ist doch schön. Der nächste Kampf wäre nicht so toll gewesen. Ein Notfall, das ist auch nicht so toll. Zwegi hat sich eine Erkältung eingefangen. Der war doch noch gar nicht mit im Team. Den wollte ich gerade wieder mit reinnehmen. Ja, das soll wohl nicht so sein. Ja, sollen sie wohl weiterkämpfen ohne mich. Ich mache jetzt kurz eine Unterbrechung, ich mache eine kurze Pause. Wie gesagt, für euch ist das nur eine kurze Zeit, aber ich mache jetzt Schluss. Naja, nicht Schluss an dieser Stelle, aber eine Unterbrechung. Bis gleich. So, und weiter geht's. Das Team geht weiter ohne mich. Ich bin krank geworden. So. Eine Erkältung habe ich mir eingefangen. Zumindest das Mii. Mein das Mii hat sich eine Erkältung eingefangen. Habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Evil Zwecki sagt jetzt ja. Da krabbelt ein ekliger Riesenkäfer auf deinem Gesicht herum. Ah! Genau. Das ist ein typischer Evil Zwecki Move. Ja, und weiter geht's. Ein bisschen müssen wir noch voran. Ich werde es verkraften. Oha, eine Schatztruhe, eine riesige Schatztruhe. Was wohl drin sein mag. Ein Kyudo-Bogen. Für die Elfe hier, für Nuchina. Superb. Ihr erstes Geschenk hier. Ihre erste Ausstattung. Was, jetzt schon ein Gasthaus? Wie kann denn das sein? Hier sind noch gar keine Gegner. Trotzdem geht's direkt weiter. Oh, was haben wir denn hier? Nein, nicht schon wieder ein Tor. Hier geht's nicht weiter. Was wohl in diese Öffnung passt? Ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Hier geht's vorerst nicht weiter. Das könnte glatt ein Schlüsselloch sein. Aber wo finden wir einen Schlüssel? Wahrscheinlich hier auf dieser Route. Möglich ist es. Oh, eine Furie. Eine Furchtfurie. Das heißt doppelt schwer oder was? Oha. Und die Blume, die fällt mir gerade auf, sieht aus wie ein Pikmin. Ich habe zwar nie Pikmin gespielt, aber ich kenne das Let's Play von Let's Play Markus. Feuer aktiviert unter anderem Ultra-Steuer. Juhu! Angreifen. Am besten auf die Ultra-Dingens. Und das ist keine Ultra-Bestie, nein, das ist Pokémon Sonne. Nein, wir sind hier nicht in Pokémon Sonne. Das ist eine Furie, genau, Furie hieß das. Nein, Blacky! Wir müssen einen Evil Zwerg in die Ruhezone bringen. Oder auch nicht. Okay, ja. Die Furie ist jetzt besiegt. Okay. Was ist jetzt passiert oder halt auch nicht passiert? Blacky ist immer noch im Game Over. Okay, kämpfen wir weiter. Blacky, was für eine Tragödie. Wach auf. Nice. Es hat geklappt. Oh, Vampir-Move. Zack. Vampir-Biss. Evil ist vampirifiziert. Begeisterung legt sich. Zack. Komm, lass ihn erledigen. Der muss doch gleich erledigt sein. Was? Blacky ist irgendwie am Boden. Ich weiß nicht, was läuft, aber Blacky ist am Boden. Das ist nicht gut. Nicht am Boden im Sinne von besiegt, sondern am Boden im Sinne von ängstlich. Aber da hat wir ihn ja besiegt, also kann es weitergehen. Werb für Lucina. Bonus Erfahrungspunkte. Für Lucina. Ja, komm. Teufels Törtchen. Jam. Törtchen würde ich auch gerne mal wieder essen. Muss mal wieder. Muss mal wieder jemand Kuchen backen. Oder Torte backen. Ja. Aktuell gibt es keine Torte. Für zwei. Schenkt mir jemand eine Torte. Schickt mir jemand eine Torte zu. Sudschnecken, Delibecher, Radaugummi, Plektrum, Nachos. Ich glaube, die Torte wäre wahrscheinlich verfallen, bis man die mir zugeschickt hätte und zermatscht und. Na. Muss mir wohl Weihnachten wieder eine eigene backen. Türschlüssel erhalten. Gibt's wieder mal Adventskalender, Zwergis Backstube. Ja, könnte man glatt machen. Den Schlüssel haben wir ja jetzt. Können wir weiter. Hindurch, durch das Tor. Hier geht's nicht weiter. Kannst nicht vorbei, oder was? Was wohl in diese Öffnung passt? Ein Schlüssel, würde ich sagen. Und zwar dieser Schlüssel. Manchmal haben wir nicht vorhin einen Schlüssel gefunden. Ja, der passt sogar sehr gut rein. Oh, das war ein gutes Bild. Yay. Jetzt könnt ihr euren Weg fortsetzen. Na, wen haben wir denn da? Ein Reisegummi. Miam, miam. Ah, wow, unglaublich.
diese ungewöhnliche Konsistenz. Diese Ahne stellt sich Gourmets vor und so weiter. So schnell kann ich das nicht lesen. Na, der schwärmt immer von dem Essen hier und gibt uns dann 3 Stück ab. Ich bin Ducky, der Reisegourmet. Hoher Kochkunst hebt mich in Sphären höchster Verzückung. Diesen Genuss muss ich einfach mit dir teilen. Greif zu. Mysterien-Crabs. Ja, hier gibt's Crabs, wo wir schon von Weihnachtszeit geredet haben. Weihnachtszeit ist zwar noch nicht, aber Bon Appetit! Ja, Crabs können wir später essen. Jetzt gilt es, einen Quest zu besiegen, zu bestehen. Siegen eventuell auch, weil jetzt kommt wahrscheinlich ein Bossgegner. Oha! Und was für einer. Auf geht's! Mal wieder ein Gesicht retten. Roter Elisa-Golem. Wer auch immer Elisa ist, soll mir egal sein, ich werde sie trotzdem retten. Dass das so gut und so schnell funktioniert, das hätte ich nicht gedacht. Beim zweiten Versuch geklappt. Erinnern wir uns dran? Ja, ganz kurz, ganz schnell. Das war tatsächlich ein schneller Kampf, der zweite Versuch. Na ja, los geht's. Timelapse. Auf geht's. So, und da hatten wir ihn besiegt. Da sind wir an der Stelle, wo ich angefangen habe aufzunehmen. Also, fortgeführt habe aufzunehmen. Ich finde, so in der Erinnerungsvariante sind die Kämpfe sogar viel besser anzusehen. Also, wie ich finde, eigentlich besser. Aber so ist es nun mal nicht gedacht. Gewonnen! Da gibt es neue Level, neue Erfahrungspunkte für die Teammitglieder. Level Up für Donald. Oh, und jede Menge Bonus-Ära für Lucina. Level Up für Lucina. Fast ein zweites Level Up. Hurra! Da haben wir die Quest bestanden. Gesicht zurück. Die Gesichtszurück-Aktion von der Post. Hier kriegst du es gesendet. Zack, in die Mülltonne mit dem Gesicht. Ja. Nun wird vor der Tür einfach in die Mülltonne geschmissen. Das Gesicht. Bei der deutschen Post kann das vorkommen. Und ja, Elisa, ich habe mir ja solche Sorgen um dich gemacht. Ich bin so froh. Chiara, das war echt gruselig. Aber. Ich danke dir. Ja, danke. Nimm dies zum Zeichen meiner Dankbarkeit. Erhalten Bouquet-Stab. Den soll also Blackie bekommen. Na dann, ausrüsten. So, und ich würde direkt mal sagen, komm Elisa, wir gehen nach Hause. Ja, das wollte ich auch sagen. Ja! Was ich sagen wollte ist, A, dass ich die Quest von Chiara abgeschlossen habe und B, dass das, ich würde sagen, die letzte Quest ist, die wir gemacht haben, weil, ja, es gibt noch einige Quests, aber ich würde das hier an dieser Stelle beenden. Was auf jeden Fall endet an dieser Stelle ist dieser Part. Der 54. Part von Miitopia. Tada, und dann bin ich wieder gesund. Genau zur falschen Zeit. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ansonsten habt noch einen angenehmen, festlichen Tag. Und gehabt euch wohl und haut rein. Ciao, ciao.